Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic an einem Donnerstag, was total merkwürdig ist, weil eigentlich Donnerstags keine Folge kommt, aber ich habe sie schon von Dienstag auf Mittwoch geschoben. Ihr werdet gestern gesehen haben, da waren diese Dreckswartungsarbeiten und ja, deswegen gibt es die jetzt freitags. Falls ihr euch wundert, dass mein Interface irgendwie anders aussieht und die Kameraentfernung auch nicht mehr so ist, wie sie vielleicht in den vorigen Folgen war, anscheinend mit dem neuen Patch hat er alle Einstellungen einfach mal komplett zurückgesetzt, was mich komplett anzackt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht jetzt alles anders aus. Und döver. Und ich mag das gar nicht. Naja, wie dem auch immer sei, werde ich jetzt hier heute mal geschmeidige 3 Folgen am Stück aufnehmen. Für heute, morgen und Sonntag. Weil ja Samstag das ist eine Bonusquest, die brauche ich gar nicht. Samstag der 24-Stunden-Stream ist und der endet am Sonntag um 12 Uhr. Und Sonntag 12 Uhr, könnt ihr euch vorstellen, meine Lust, dann noch was aufzunehmen und was fertig zu machen, wird da eher gering sein. Und deswegen, mache ich jetzt heute alles fertig. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt irgendwie die nächsten 3 Folgen gleich aussehe. Das liegt einzig und allein daran, dass ich halt jetzt mal 3 Folgen im Voraus aufnehme, was ich eigentlich nicht tue. Ich habe ein bisschen Angst vor dem 24-Stunden-Stream, muss ich jetzt mal so sagen. Weil, was heißt Angst? Also, ich habe irgendwie das... Ich glaube, das wird echt schwer. So, ich werde zwar die 24 Stunden mit dem Schreder verbringen und größtenteils wahrscheinlich auch mit dem Max. Denke ich zumindest. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber, trotzdem kommt mir das nicht so... Boah, ich weiß nicht. 24 Stunden... Vizekommandant Grevin. Eindringlinge haben die Stormcarrier geentert. Alle Regulatoren. Maximale Alarmbereitschaft. 24 Stunden sind halt schon lang, ne? So, wir haben uns leider immer noch nicht so zusammengefunden, wie ich das gerne mal wollte, dass wir uns zusammenfinden, damit wir mal absprechen können, welche Spiele wir genau haben und was wir denn so denken, wie lange wir die ungefähr spielen werden, damit wir mal so eine kleine Übersicht darüber kriegen, was denn überhaupt Sache sein wird. Ja, einfach. Eindringlinge überladen die Reaktoren. Einfach um euch halt vielleicht auch. Um euch auch vielleicht so ein bisschen erzählen zu können, was denn wann ungefähr laufen wird. Weil, also ich hätte es am liebsten so. Das wird sich aber nicht verwirklichen lassen. Dass wir echt einen Zeitplan haben, irgendwie so. Keine Ahnung. Von 12 bis 2 spielen wir das und jenes. Von 14 Uhr bis 18 Uhr spielen wir das und dieses. Von 18 bis 22 spielen wir das. Das fände ich cool, aber wie gesagt, das wird sich nicht verwirklichen lassen, weil ihr wisst, gerade so Spiele wie Paragon oder HOTS oder Overwatch sind alle Spiele, wo man dann auch irgendwann die Lust verliert. Und wenn man die Lust verliert in einem 24-Stunden-Stream, dann wird es echt haarig. Weil dann noch gute Laune zu vermitteln, das wird dann super kompliziert. Und deswegen glaube ich nicht, dass das klappen wird. Aber ich hätte gern zumindest so eine ungefähre Spielübersicht. Ich weiß, dass wir die ganzen Blizzard-Games haben. Also StarCraft, WoW, Diablo, Overwatch. Wie gesagt, ich glaube, der Max will auch gar nicht die ganze Zeit dabei sein. Wenn der mal weg ist, werden Schreder und ich bestimmt auch mal Richtung Destiny schielen. Hearthstone zu dritt wird wahrscheinlich auch eher kompliziert. Wir haben Paragon, wir haben
Oh Mann, ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben. Keine Ahnung. Fortnite, Battle Royale. Wie gesagt, je nachdem, ich weiß halt nicht, das muss ich mit Max auch nochmal genau abklären, wie lange, wann und wie lange er denn da ist, weil dann hätten Schreder und ich vielleicht auch noch PUBG. Also ich will aber auf gar keinen Fall irgendwas... was machen. Wo der Max nicht bei sein kann und der sich dann irgendwie, weil der Max ist so ein netter Knilch, der sagt dann irgendwie, ja komm, dann mach das doch und ich mache irgendwas anderes und das will ich auf gar keinen Fall. 1 Million Credits für denjenigen, der die Eindringlinge findet und 10 Millionen für den, der sie tötet. Ey, kann ich mich selber umbringen? 10 Millionen Credits? Kein Problem, Alter. Ja, und das will ich halt überhaupt nicht, ne? So, das ist so ein Ding von uns dreien und wenn... das soll, will ich eben auch zu dritt machen. Und deswegen, Alarm! Alarm! Reaktoren 2, 5 und 8 nähern sich kritischer Masse. Kühlsystem der Stormcarrier wurde deaktiviert. Ich wusste, dass ihr skrupellos seid. Aber wollt ihr wirklich diesen Transporter und die gesamte Besatzung an Bord vernichten, nur um etwas zu beweisen? Wenn ich euch nicht erschießen müsste, würde ich euch einen Job anbieten. Das Angebot schmeichelt mir. Aber Jedi dienen dem Frieden und der Gerechtigkeit. Wir sind keine gierigen Söldner, die für Geld töten. Ihr habt eine seltsame Definition von Frieden und Gerechtigkeit. Für euren Tod zahlt uns das Kartell mehr Geld, als wir von der idiotischen Regierung dieses Planeten in einem ganzen Leben erhalten hätten. Makeb kann unseretwegen brennen. Genau wie eure Republik. Isotop 5 wird alles ändern. Wenn die Hutten Makeb ausgebeutet haben, wird ihnen die gesamte Galaxis gehören. Das Kartell zerstört Makeb nur, um Isotop 5 abzubauen? Was macht diese Substanz so wertvoll? Das werde ich euch nicht verraten. Würde eh nichts nützen. Ihr habt mich heute ein Vermögen gekostet. Aber ich kann meine Ausgaben immer noch reinholen. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Jo. Genau, deswegen muss ich mit Max halt einfach nochmal eine Runde quatschen irgendwie und schauen, wie denn da sein Plan ist überhaupt. Ob er... Also ich weiß noch gar nicht, will er vielleicht auch nur ein So schnell stirbt niemand. Hä? Okay, also so richtig verstehen tue ich das jetzt noch nicht hier. Will er selber nur so ein paar Stündchen dabei sein? Will er 12 Stunden dabei sein? Will er... Wisst ihr, wie ich meine? Wir sind irgendwie noch nicht dazu gekommen, mal vernünftig darüber zu reden. Ich muss in ein Medicenter. Was ist denn hier los? Wie ich halt gerade die ganze Situation nicht verstehe. Hä? Okay, bevor wir jetzt nochmal gegen den Kollegen rangehen, werden wir mal diese Gegner da außenrum. Das ist halt so ein Ding, das war früher so in WoW, Herrgott, ey. Weil das so gang und gäbe, ne? Erstmal alles außenrum töten. Das Problem war jetzt, dass die hier mit in den Kampf eingegriffen haben. Die gehören eigentlich gar nicht dahin. Die hätte ich wahrscheinlich schon vorher töten können, einfach. Nicht Depp. Keine Sorge. Und das Problem war, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich denn den Typen jetzt nicht angreifen konnte. Also ich verstehe das mit den Energiespulen. Gar kein Problem. Aber ich konnte ihn da oben halt nicht angreifen.
So, machen wir erstmal hier die Kollegen fertig. Damit die nicht gleich wieder in den Kampf eingreifen. Würde mich ja wundern, wenn ich mal tatsächlich hier nicht nur den Endkampf... Vielleicht ist es auch der Endkampf, ich weiß es gar nicht. So, haben wir denn jetzt alles getötet, was zu töten ist? Okay, dann gehen wir jetzt ran an die Geschichte. So, da ist er beim ersten Energieregulator. Kaputt. Kann ich nicht. Nice. Jetzt ist er irgendwie geschützt durch irgendwas. Immer noch. Ich verstehe es halt nicht, ne? Aber muss ich auch nicht. Ich muss auch nicht immer alles verstehen. Wir machen einfach... So, jetzt ist der wieder geschützt. Okay. Wie viele von den scheiß Energieregulatoren hat der Kollege denn hier? Jetzt springt er wieder zu dem rüber. Jetzt kann ich den aber kaputt machen, oder? Bam. Und dann, jetzt geht's aber sterben. So. Schließt die Überladungssequenz ab. Okay. Alarm. Kernschmelze des Reaktornetzwerks nicht mehr umkehrbar. Sofort das Schiff verlassen. Wiederhole. Sofort das Schiff verlassen. Ilosov dachte, ihr könntet vielleicht Hilfe gebrauchen. Durchhalten, ich komme rein. Okay. Es leckt ein bisschen. Ich weiß nur nicht so ganz genau, warum. Ich hatte gestern schon so Probleme. Ich habe die Grafikkarte sauber gemacht heute. War gar nicht dreckig. War überhaupt nicht verstaubt. Gar nicht. Wirklich nicht. Aber... Hä? Ja, keine Ahnung, was da los war. Die wird halt einfach bei Overwatch extrem heiß. Keine Ahnung. Also extrem heiß ist jetzt auch übertrieben, ne? Also... 75, 78 Grad gehen schon noch für eine GTX 1070. Geht schon noch klar. Ist jetzt nicht das Ende. Bewohner von Makeb, eure Helden kehren zurück. Passt nur auf,
Onkel Shalim wird als Präsident kandidieren, auf welchem Planeten wir auch landen werden. Dieser heroische Jedi hat uns zum Sieg gegen die verräterischen Hutten geführt. Jetzt sind wir frei und haben eine Ark, die uns in Sicherheit bringen wird. Ich weiß, dass ihr alle Angst habt. Und das nicht ohne Grund. Aber die Zeit der Furcht ist jetzt vorbei. Die Hutten haben nur Kontrolle über euch, wenn ihr euch geschlagen gebt und verzweifelt. Denkt an eure Nachbarn, eure Freunde und eure Familie. Sie geben euch Kraft. Durch Mitgefühl und Hoffnung werdet ihr überleben. Möge die Macht mit euch sein. Ich meine, was ich gesagt habe. Jedes Wort. Die Ark ist sicher und schon bald wird sie flugbereit sein. Wir haben uns einen kurzen Moment zum Feiern verdient. Besonders ihr. In der Huttenbotschaft haben wir eine Holo-Aufzeichnung gefunden, laut der die Ark gebaut wurde, um etwas mit dem Namen Isotop 5 zu transportieren. Als wir Greven gegenüberstanden, sagte er, Isotop 5 wird die Galaxis verändern. Er sagte aber nicht wie. Wisst ihr, was er damit meinte? Klingt eher nach einem idiotischen Huttencode als nach einer wissenschaftlichen Entdeckung. Wir haben wohl endlich die Aufmerksamkeit von Toboro dem Hutten. Wollt ihr uns gratulieren, alter Freund? Wenn wir euch dieses Schiff zurückgeben, Toboro, sterben wir alle, sobald Makeps Kern explodiert. Wir behalten es. Sagt uns Bescheid, wenn wir euch mitnehmen sollen. Danke, dass ihr uns sagt, wie man die Ark antreibt. Wir sind gleich bei euch. Ich habe den Ort erkannt, den dieser Droide angegriffen hat. Tarlam. Eine kleine Stadt ohne Verteidigung. Ich rufe eine Fähre, die euch dorthin bringen wird. Bitte, rettet meine Leute. Mir ist egal, wie groß Toboros Waffe ist. Ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die einen Jedi besiegen konnte. Ich schicke ein Notsignal an die Republik. Wir brauchen dort unten einen Wissenschaftsexperten. Wenn Toboro uns die Wahrheit über Isotop 5 sagt, kommen wir immer noch nicht weg. Und dieser Hutte wird uns alle abschlachten. Fliegt schnell nach Tarlam und haltet diesen Droiden auf. Okay, ich würde sagen, das war's dann für heute erstmal. Stufe 53 erreicht, sehr schön. Wir werden dann in der nächsten Folge mal... Warum kann ich die jetzt nicht miteinander vergleichen? Was zum Teufel? So schnell stirbt niemand. Ich depp. Ich kann die nicht miteinander vergleichen, weil das ein Implantat ist. Warum habe ich eigentlich noch keine Implantate? Ich bin fucking Level 53, renne mit Level 24 Schuhen herum und habe noch keine Implantate. Was in drei Teufelsnamen ist hier eigentlich los? 44, 51, 51, 138, 51, 50, 51, 49, 44, 114, 1832. What the fuck, ey. Ist alles nicht normal. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war es das für heute erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten, ich bin voll blau. Also, in der Kamera. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne.